Die Tariflöhne dürften in diesem Jahr weiter steigen. Das zumindest schätzt die Hans-Böckler-Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Im ersten Halbjahr stiegen die Löhne und Gehälter im Schnitt um 5,6% ohne Berücksichtigung der Inflation. Mehr dazu von Markus Gürne. Die Lebenshaltungskosten sind zuletzt etwas weniger stark gestiegen im Gegensatz zu den Löhnen und Gehältern. Unter dem Strich haben die Menschen wieder mehr Geld in der Tasche. Um durchschnittlich 2,4% sind die Verbraucherpreise im ersten Halbjahr gestiegen. Mit den Tarifsteigerungen in diesem Jahr ergibt sich so ein Reallohnzuwachs von 3,1%. Das ist der höchste Anstieg seit 10 Jahren, so die Autoren der Studie. Dieser Trend dürfte sich nicht weiter fortsetzen. Zum einen haben die steuerfreien Inflationsausgleichsprämien einen einmaligen Effekt. Zum anderen wird es im kommenden Jahr in großen Branchen keine Tarifrunden geben. Entsprechend werden die Lohnsteigerungen 2025 geringer ausfallen.